Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in unserem Touristengebiet, das ja langsam nach und nach auch weiter wächst. Aber wir haben ein Problem. Beziehungsweise ist es vielleicht gar nicht unbedingt ein Problem, sondern es war ja klar, dass wenn wir hier so ein mega Gebiet bauen, dass da natürlich auch sehr, sehr viele Leute hinkommen. Viele, das ist schon klar. Das sehen wir hier. Kommen per Fähre. Gut, die sind jetzt nicht mehr so voll, wie sie es mal waren. Das ist aber auch alles sehr gut. Das sollen sie auch machen. Da würden wir auch mehr Fähren einsetzen noch im Notfall. Aber das Größte oder die Sache, die wir in Angriff nehmen müssen, ist dieser Verkehrsweg hier. Hier läuft das alles gut, weil es hier kaum Kreuzungen gibt. Da sehe ich, da sind Ampeln. Die müssen wir mal wegmachen. Das ist ja ein normaler Kreisverkehr hier. So. Das Problem ist also eher hier, würde ich fast sagen. Wobei es sehr gut läuft eigentlich. Hier nimmt natürlich der Verkehr zu, aber hier hinten noch nicht. Gut, das ist eine Kreuzung, viel ist hier nicht. 216, also viele fahren auch mit der U-Bahn dahin. Deswegen, durch diesen Verkehr, weil wir das hier noch bebauen, das ist gerade mal die Hälfte der Fläche, würde ich dann gleich auch schauen, dass wir hier vielleicht eine Autobahn bauen. Eigentlich wollte ich das in einem Livestream mal machen, da ich jetzt aber nicht dazu komme und wir diese Anbindung brauchen, werden wir das gleich im Zeitraffer machen. Aber vorher gucken wir mal, was wir hier hinten hinstellen können. Zum einen wollte ich ja, das hatte ich ja gesagt, hier gerne das Landen-Ei hinstellen. Na gut, wir gucken erstmal wegen dem Riesenrad. So. Ich würde fast sagen, das stellen wir aber hier vorne mit hin. Schauen, dass wir da eventuell irgendwie was hinsetzen. Das ist ein Kaffee, oder? Ne, das sind Toiletten. So, dann wird das nämlich hier bebaut. Dann setzen wir hier auch noch kleine Dingens hin. Weiß gar nicht, ob die hier was anderes bauen, wenn wir hier jetzt... Ich wollte eigentlich auch so ein schwimmendes Kaffee oder sowas machen. Aber hier vorne, das ist natürlich, da ist das offene Meer. Ich würde das lieber hier in die Bucht bauen, als direkt zum Meer hinaus. Wobei es natürlich hier schon cool wäre, oder? Ja doch, komm, wir bauen das auch hier mit hin. Hier hinter würde ich einen großen Park setzen, einen ganz normalen großen Park. Den setzen wir jetzt noch in die Mitte. Dran, so. Da sind jetzt nochmal ein paar Parkplätze gekommen, beziehungsweise ich würde das so machen, dass hier noch ein paar Leute parken können auch. Da nicht. Oder wir bauen halt hier noch eine Tiefgarage hin. Ich glaube, das ist der falsche Straßentyp, ne? Dann nicht. Also hier, das würde ich als Park dazwischen machen. Hier in die Richtung würde ich vielleicht noch Hotels bauen. Ich glaube, es sind immer die gleichen Gebäude, egal was man da nimmt. Deswegen. Egal. Joa, so sieht doch das schon ziemlich schick aus, finde ich. Da fährt übrigens unser Touristenzügchen. Richtig cool. Waren sogar Leute mit. Müssen wir mal schauen hier. Der dann noch natürlich hier hinten rumfährt weiter. Ja, den können wir tatsächlich verlängern. Nö, dass der hier noch weiter fährt, dann hält er nämlich da. Da. Und dann fährt er hier durch die Stadt tatsächlich auch zurück. Das finde ich gar nicht so schlecht. Kann der hier irgendwo? Was
Ist eine Einbahnstraße, kann das sein? Nee, ist es nicht. Aber warum fährt er denn da nicht? Okay, das geht nicht. Aber dann fährt er halt da rum. Nicht hier, wo der ganze Verkehr ist. Das finde ich nämlich besser dann so. Ja. So, dann habe ich eben jetzt die Idee gehabt, die Sauna noch hier mit hinzustellen. Und irgendwo haben wir noch ein Freibad, das ist auch hier, ne? Ja, öffentlicher Swimmingpool. Dann wollte ich, das hatten wir hier irgendwo, das ist mir jetzt gar nicht so. Du musst mir so einen Fischmarkt bauen. Wäre natürlich jetzt sehr interessant, das hier mit hinzusetzen. Oder hier hinten. Ne, das kommt hier mit hin. Der Fischmarkt. Das gucken wir mal. Das sortieren wir dann damit hin irgendwie. So, haben die jetzt da Strom? Ja. Haben sie perfekt. Jawohl, so. Die hier hinten noch nicht. Doch, die haben auch Strom, ne? Ja. Alter, diese ganzen Schwimmbäder hier. Warum auch immer. Ah, das schwimmende Kaffee finde ich halt richtig cool. Da bauen wir auf jeden Fall die anderen auch noch. Und einiges kommt dann eben auch in diese Bucht noch rein hier. Da haben wir noch einen Yachthafen und den Jetski-Verleih. Das können wir ruhig beides zusammen dahin packen. Angeltouren bucht man dort. Und dann gibt es hier noch so ein Restaurant bei den. Ganz dran lang kommen hier solche Sachen. Und wir haben ja dann hier auch noch das schwimmende Café, haben wir schon. Die Anglerinsel. Ne, das machen wir weiter hier. Das machen wir hier hin. Bei dem Fischdings. Genauso wie die Angeltouren. Gucken wir mal, wo wir genau das hinbauen. Aber so habe ich mir das dann auch ungefähr vorgestellt. Weiß nicht, wir haben jetzt hier eigentlich auch noch Gebäude irgendwie. Den bombastischen Springbrunnen, hatten wir den schon irgendwo gebaut? Nee, oder? Setzen wir den hier mit hin. Golfplatz. Das ist ja ein richtiger Golfplatz hier, der, dass sie nämlich von dort aus aufs Meer hinaus spielen. Gut, wenn die Golfbälle versenken, sie dann im Meer, ist jetzt nicht ganz so, nicht ganz so, so intelligent eigentlich. Aber so können wir das ruhig machen. Und halt mit der Straße genau, dass da ruhig auch der Verkehr lang fließen kann. Wir dürfen nicht alles hier blockieren. Und jetzt würde ich fast sagen, bauen wir hier doch Wohngebiete noch ein. Wir brauchen nämlich noch Wohngebiete. Und das finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn wir das hier dann doch noch nutzen dafür. Also das ist hier zu Ende. Es wird sonst auch einfach zu viel. Auf der Seite würde ich es vielleicht lassen. Aber hier würde ich dann vielleicht sogar noch ein bisschen, wie gesagt, Wohnmobil hinbauen. Den nehmen wir mal hier. Nehmen wir das als Stadtteil. So. Und dann bebauen wir das hier noch wunderschön mit Straßen und
Wohngebieten. Ding ist halt, wir müssen aufpassen. Dass es jetzt nicht zu laut für die wird dann. Ich will auf jeden Fall hier eine Straße bauen. Aber da kommen noch Dings hin. Wobei ich es jetzt nicht so cool finde vom... Es ist nicht das moderne Design, was ich eben dachte, dass es das ist. So. Boah, es hat schon wieder länger gedauert. Wir schaffen das mit der Autobahn schon mal gar nicht mehr heute. Was ich ja eigentlich geplant hatte. Auch wenn wir das im Zeitraffer machen, wird das zu lang. Wir müssen gleich Schluss machen. Obwohl, die müssen ja da hinkommen, ne? Das bauen wir mal in eine normale Straße um. Mal ein bisschen rund machen. So. Ist jetzt doch hier der falsche Weg irgendwie geworden, ne? Nee, jetzt fährt er tatsächlich ein LKW lang. Das soll er hier natürlich nicht. Und hier auch nicht. Hier darf er, das soll er. Finde ich auch okay. Dann haben wir hier... Das Dingens. Da ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das alles dasselbe ist hier, machen wir das mal so. Füllen wir hier das auch noch an, so. Dann sind nämlich hier die Angeltouren mit dem Fischmarkt zusammen. Oh, das wäre natürlich auch cool. Boah, wie sieht das... Schade. Können wir das so bauen, dass das hier jetzt weg ist mit dem Grund, oder? Das fände ich schon cool. Aber das passt nicht. Das passt nicht gut da, leider. Da müsste ein bisschen mehr Platz sein. Hier wäre es... Also hier wäre es natürlich nice, ne? Wenn wir diese Straße hier einfach doch noch ein bisschen weitermachen. Das finde ich schon cool. Muss ich sagen. Wobei ich das dann hier... vielleicht so machen würde. Weiter, aber das machen wir heute nicht mehr. Das müssen wir jetzt erstmal hier lassen. Die Folge ist schon wieder super lang. Ich muss mal gucken, wie ich die schon wieder schneiden kann. Dass die nicht... Also ich habe jetzt eine halbe Stunde ungefähr Aufnahme hier. Mal schauen. Das ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich habe aber wieder es nicht geschafft, ein Ende zu finden. Dummerweise. So, hier würde ich auch noch... Und ihr merkt es jetzt auch schon wieder, ne? Dies noch und das noch. Zack, so. Dann haben wir da die Verbindung. Hier wird schön gebaut. Fischverkäufe, die verkaufen auf jeden Fall. Das ist wunderbar. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch Buslinien und so. Also normale Buslinien.
Und ich vermute fast, jetzt nimmt der Verkehr dann irgendwann so stark zu, dass dann hier der Verkehr doch aus den Fugen gerät. Nein, es funktioniert wunderbar, aber das ist echt erstaunlich. Hier nimmt der Verkehr zu. Ist die Frage, das gucken wir jetzt aber doch noch. LKW sind das. Jetzt gucken, klicken wir mal hier die Straße an. Die kommen also meist, also einiges kommt von hier und alles, was quasi von hier kommt und dorthin möchte, das würde ich halt auf jeden Fall gerne über eine andere Autobahn hinführen. Dass wir, auch wenn das hier gut funktioniert, dass wir das entlasten hier. Weil das ist das Problem hier. Das müssen wir in irgendeiner Weise ein bisschen entlasten können. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Werden wir auf jeden Fall demnächst angehen. Wir lassen das hier schön bauen. Und dann haben wir das schon relativ gut gefüllt gekriegt hier. Sieht richtig cool aus, wenn wir da bis hinten zum Aquarium rum und dann hier hinten noch die Altstadt haben. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start beim nächsten Mal. Bis dann, euer Chemzock. Bye, bye.